Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Portal. Ich bin's, euer Mario Kabi, und wir starten ein neues Spiel. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Appetit. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, me fallar muchos. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Ja. Gut, Klados. Wenn du das sagst, dann nehme ich die Musik mit. Okay. Die Tür ist zu. Der Tür ist zu. I am the best Deutschkönner der Welt. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Also die alte meint den da hinten, ja, super. So, auf die geht's zum nächsten Test. Und ich hol mal meinen Laptop näher ran. Ich nehme immer noch auf dem gleichen Scheiß-Laptop auf, wie mein allererstes Video, das Minecraft-Video mit der Titans-Mod. So. 1 von 19. Ab und ab. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ja, klar, du hetzt mich nicht. Und übrigens, ich bin der gute Freund, der den Deutschland-Döner in seinem vierten Part von Portal angesprochen hat. Ja, jetzt habe ich ihn mal angesprochen. Ist leider heute nicht dabei. Ich denke mal, der wird noch irgendwann dabei sein. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Ja gut, also darf ich da nicht durchgehen, bin dann eigentlich schon sofort tot. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus dem... Was war los, Glatter? Ich hab dich nicht verstanden. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich neu an, um auch sie testen zu lassen. Ich bin ein Mörder. Naja,
ist ja nur ein Radio. Und eine, wie heißt es, Überwachungskamera, genau. Ladedaten. Musik hat geschafft. Super. Willkommen in der Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Upsala. Nein. Mann, Fokus. Nicht im Essen. Cool. Habt euch. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Na, ist nicht. Sorry. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Wieso? Gladus, sag mir mal wieso, bitte. Das ist ja noch, sind doch nur Scheißdinger. Die nix kosten. Die kosten nix! Kannst dir doch 1000 von kaufen. Bist doch auch ein Roboter. Wieso sagst du das denn alles? Zu den armen kleinen, wie heißen sie nochmal? Dingsterbumstars. Überwachungskameras. Kann ich das gleich mit dir machen? Test 5. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Klados, du hast mich angeschwindelt. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Manche zerstören Objekte Sie nicht. Keine Testapparate. Fresse. Ich bin okay. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, 1. Ich mach das gerne. Ach komm, ich tue es euch nicht an. Für euch ist bestimmt auch langweilig zuzusehen, dass ich alle Kameras da so trage. Und ab in das, wie heißt es nochmal, Emanzipationsköll oder irgendwie so, gell? Irgendwie so, ja, schön, egal. Ladedaten, mach schneller, du Datenlader. Danke. Easy. Sicherheit ist unglaublich. Sie, Subjektname hier. Sind wohl der Stolz von Subjekt Wohnort hier. Das war jetzt wirklich easy. Nichts anderes. Der war echt sau einfach eigentlich. Bitte nicht Daten laden. Bitte nicht Daten laden. Nein. Oh, er lädt nicht die Daten. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irren. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Radio Science zur Kammerschleuse. Oh, ich muss warten. Hallo. Ja, und sind wir. Ui. Sind wir auch reingefallen. So, mir ist es scheißegal, der Deutschland-Döner, dem ist es ja nicht scheißegal, wie lange das Video braucht zum Hochladen. Ich mache immer 15 Minuten Videos. Oder so. Außer die FPS-Anzahl geht so weit runter,
es nicht mehr ansehbar ist. Komm, Affi. Ladedaten, lade die Daten. Ach, das war der Test. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testboden, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Viel Glück! Ja, ich werde es eh schaffen. Besser als du, gell? Ha! Ich bin lustig. Ha, das war... Wo ich will's denn? Dumme Radio ist irgendwie wieder. Bemerken Sie, oben drin oder so. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Wann bekomme ich jetzt die andere Portal Gun mit den zwei Dingern? Dingenskirchens da. Mit, wo ich beide Portale schießen kann. Ich will jetzt haben! Ladedaten? Ich komme das jetzt. Nein! Immer das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Immer Würfel. Da ist wieder das Radio. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Nee, das wäre dumm. Ich dachte, ich könnte irgendwie das Ding mitnehmen. Kann man aber nicht. Schade. Oh, jetzt mach doch schon! Aperture Laboratorium. Yes. Ich kann super Englisch, merkt man ja, gell? Aperture Laboratories. Oder irgendwie so ausgesprochen. Egal. Sind wir schon bei 12 Minuten 30. Hallo, wir wieder. Hallo. Unsere frühere Warnung. Impulse. What the hell? Du machst mal vor hier, komm. Ach doch gut. Schafft's natürlich nicht, aber ich bin halt schwerer. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. What the fuck, Glados? Red mal richtig wie ein normaler Roboter. Und flieg! Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Ja, klar, das war super Watch. Oh, fuck! Ich hab's geschafft, hey! Danke. Ich drehe meine Kreise. Okay. Lass mir diesen Scheiß, gell? Danke. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Da lief mein Portalkanone. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, ja toll. Sag mir das früher, bitte. Danke. Mann, lädt das einmal. Da oben ist irgendwas, was langfährt. Wir machen den Test noch zu Ende, dann beenden wir den Part, oder? Was sagt ihr? Gut, gell? Ja! Hallo! Ah! Jetzt klappt's.
Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. Mann! Fresse, Klados. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center. Mach bitte schnell Portalkanone. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Danke, Mann, das ist Nerv. Jetzt so runterspringen. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls möchte ich Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Fertig, der Part ist schon viel zu lang. Brauch wieder eine halbe Stunde zum Hochladen. Nee. Also 50 Stunden. Hab durch. So. Hier mache ich Schluss. Danke fürs Zugucken. Lasst doch ein Like da, wenn ihr das Video cool fandet. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video wieder. Tschüss, tschüss.